Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger möglich macht, die Anstalt zu sehen. Und ab wann gilt das? Also Genossen, nach meiner Kenntnis gilt das ab sofort. Unverzüglich. Ja? Gedenken Sie der Mauertoten? Ich bin Grenzschützer. Ich gedenke der Mauer. Ja. Grenzschützer. Also Kollege, ich darf mich vorstellen. Frontex. Verstehen Sie, wir sind eine europäische Agentur zur Sicherung der Außengrenzen. Ich würde mal sagen, wir haben die Absicht, eine Mauer zu errichten. Eine Mauer bauen, da bin ich dabei, aber wo? Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Wir bauen eine Mauer rund um die Festung Europa. Und zwar in konzentrischen Kreisen. Beginnen wir doch im Mittelkreis in Deutschland. Hier, sehen Sie die Mauer? Nee, wo? Ja, die sollen Sie auch gar nicht sehen, die ist unsichtbar. Verstehen Sie, aber sehr effektiv gegen Asylbewerber. Das ist die Drittstaatenregelung. Funktioniert so, Deutschland gewährt jedem Asyl. Er darf halt vorher kein anderes europäisches Land betreten haben. Hier, nur mal zum Spaß, probieren Sie es mal. Na, das ist auch ganz einfach, nicht wahr? Da gehe ich einfach über Polen. Ja, das ist ja jetzt auch Teil. Nein. Dann vielleicht Holland oder Italien. Nein. Das ist aber relativ schwierig, wenn man nicht gerade ein sehr, sehr gutes Katapult zur Verfügung hat, nicht wahr? Und wenn es einer trotzdem tut? Dann wird er zurückgeschickt. Das heißt, Deutschland benutzt alle seine Nachbarn als Bufferzone. Jawohl! Deutschland hat das Asylrecht und die anderen haben die Asylbewerber. Ja, verstehen Sie? Und noch sicherer ist es natürlich, wenn die Flüchtlinge gar nicht erst bis in die europäischen Nachbarländer vordringen. Ja, wie wollen Sie denn das machen? Ja, mit Mauer Nummer 2, der EU-Außengrenze. Verstehen Sie? Wir haben hier innen den Schengen-Raum. Innen ist Schengen und außen draußen sind Schergen. Jawohl. Das war der Hintergedanke, nicht? Man stärkt die Außengrenzen, damit man sich innen frei machen kann. Freizügigkeit, Sie verstehen. FKK, das kenne ich. Ja. Aber man hält es Flüchtlinge fern. Nee, dafür brauchen wir Gesetze. Verstehen Sie? Es ist illegal, ohne die richtigen Papiere über die Grenzen hier zu kommen. Aber das kennen Sie ja von früher. Doch Sie können doch bitte die DDR nicht mit der EU vergleichen. Da gibt es doch einen Unterschied. Selbstverständlich. Die DDR hat die Menschen gewaltsam gehindert, rauszukommen. Die EU hindert die Menschen gewaltsam, reinzukommen. Und sind Ihre Grenzen dicht? Selbstverständlich. Dafür sorgen wir von Frontex. Hä? Ja, aber ich sehe gar keinen Wachturm. Oh, entschuldigen Sie. Natürlich haben wir den. Der steht in Warschau. Eiferbipsch, das ist ja mal ein Jägerstand. Hm. Ja. Sehen Sie, da liegen wir auf der Lauer und haben die Grenze im Blick mit Wärmebildkameras, mit biometrischen Datenbanken, mit Weltraumsatelliten. Verstehen Sie, da orten wir jedes Rebellenraumschiff, Flüchtlingsboot. Auf den Zentimeter genau. Verstehen Sie, wie sage ich immer, Humanität. Das muss man technisch in den Griff kriegen. Das klingt aber nicht billig. Ist es nicht. Bisher hat es uns 1 Milliarde gekostet, aber wir wollen mehr, bis zu 14 Milliarden. Woher kriegen Sie die Gnade? Na, vom europäischen Bürger. Aber keine Sorge, die haben keinerlei demokratische Kontrolle über uns. Ach so, wie beim Politbüro. Aber, Moment, Sie haben doch gar keine Mauer, keine richtige. Entschuldigung, wir haben einen Zaun. Zaun? Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun? Das hat meine Oma auch. Aber hat Ihre Oma auch das hier? Schauen Sie sich das Baby an. 6 Meter hoher Metallzaun mit Vandalismus gesicherter Sprühvorrichtungen für Reizgas, dann auch noch Antisprungvorrichtungen. Und der gute alte NATO-Draht, Mensch, das nenne ich einen Zaun. Ja. Jetzt verstehe ich, warum Sie mir gesagt haben, die Überlegenheit des Systems. Ja. Mit dem Zaun können wir ja die ganze Armee aufhalten. Das müssen wir auch, eine Armee von Flüchtlingen. Die kommen aus den Bürgerkriegsländern, die haben nichts mehr zu verlieren. Verstehen Sie, der Landweg nach Europa ist die letzte Chance. Den müssen wir dicht kriegen. Mit Zäunen in Marokko, in Griechenland, Bulgarien. Verstehen Sie, dichter. Und wer macht es? Na, die EU, unter der Führung von Deutschland, dem Land der Denker und Dichter. Das ist ja fantastisch, also. Das habe ich aber vor lauter Zäunen ganz vergessen. Was wird dann nochmal geschützt? Na, wir schützen das Asylrecht. Vor den Flüchtlingen.
Sie müssen wissen, das Asylrecht ist sehr empfindlich. Deswegen sollte es möglichst selten benutzt werden. Ich verstehe. Gut, die Landgrenze ist jetzt dicht. Ja. Aber dann kommen die doch alle übers Meer. Ja. Gott, die ersaufen ihn doch. Ja, ich weiß, das ist ein ernstes Problem. Es gibt schon Beschwerden von Touristen. Aber deswegen arbeiten wir an Mauer Nummer 3. Verstehen Sie, die Flüchtlinge sollen das Mittelmeer gar nicht erst erreichen. Ja, wie wollen Sie denn das schon wieder machen? Indem wir mit diesen Ländern Mobilitätsabkommen abschließen. Klingt aber verdächtig nach Reisefreiheit. Die sollen einfach mobil machen gegen die Flüchtlinge und dann endet so eine Flüchtlingsreise eben nicht im Bed and Breakfast, sondern in einem libyschen Foltergefängnis. Ach, dann ist das eher ein Mortalitätsabkommen. Ja. Sehen Sie, Frontex ist in ganz Afrika unterwegs. Verstehen Sie, gegen Sahara-Flüchtlinge, hier gegen die Migration auf die Kanaren und Aktion Triton, hier gegen die Lampedusa-Flüchtlinge. Die deutsche Grenze wird in der Sahara verteidigt. Ja. Sagen Sie mal, unter uns beiden Mauerschützern, wie viele Tote gab es denn bei Ihnen da so in der letzten Zeit zu beklagen? Ja, bisher 20.000, aber ganz ohne Schießbefehl. Wir, die DDR, haben es in 40 Jahren nur auf 800 Tote gebracht. Hm. Und wir waren faktisch ein Unrechtsstaat. Und was sind Sie? Oh, Friedensnobelpreisträger.